Schön feucht nach den vergangenen Regenfällen und wir hoffen, dass wir oben ein Stück trockenes Fels erwischen. Mal gespannt. Auf dem üblichen Weg geht es, startend vom Parkplatz des Gimpelhauses. Oh, ist ordentlich feucht. Hoffen wir, dass oben die Sonne lang genug in die Wand scheint, dass die Route trocken ist. Weiter oben mit Blick auf Rote Flü und Hochwiesler, am Gimpelhaus vorbei und dann rechts haltend. Und zum Schluss wieder mit einem Linksschwenk unter den Gimpelvorbau und zum Einstieg der Route, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aktuell stecken wieder alle Haken und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Denn damit ist dann entspanntes Klettern angesagt, auch wenn es noch etwas nass sein sollte. Gemütlich machen wir uns fertig und ran geht es an den Tannheimer Fels. Die erste Seillänge ist ein bisschen zum Eingewöhnen und nach 20 Meter ist der erste Stand erreicht. In der zweiten Seillänge folgt eine kleine Verschneidung nach links. Die dritte Seillänge führt in die Rinne hinter dem Turm und diese war bei Nässe ein bisschen unangenehm. Gerade in einem gut bekannten Gebieten neigt man dazu, die Topos nicht genau zu studieren. Kurz in die falsche Route reingelaufen. Die Zeit zum Fädeln, die hätte ich so erkennen müssen, die bin ich nämlich schon geklettert. Also bist du gegangen? Ja, aber wir wollten schon diesmal sauber das Original gehen, also schaue ich jetzt, dass ich nach. Schaut auch absolut stark aus. Eventuell gibt es dazu noch eine weitere Geschichte. Nun bin ich aber richtig. Tolle Plattenkletterei in der vierten Seillänge. Eine kurze Passage in dieser Seillänge war schwerer als alle bisherigen Kletterstellen. Da kann man schon eine Bewertung um 6 minus 6 hergeben. Unangenehm. Dann wird's wieder etwas feucht, geht aber bei der guten Absicherung. Und nochmals kommt eine schwere Stelle. Muss man noch mal richtig schwere Stelle da. Ja, da gucken. Der Roland lacht vom Stand herüber. Es folgt ordentlich zu klettern das Fünfergelände in zwei kurzen oder einer langen Seillänge. Kann sein, dass das Gelände schon ein bisschen abgeklettert ist. Den nicht gerade begeisterten Kommentaren einiger Kletterer bezüglich der Qualität dieser Seillängen kann ich mich nicht ganz anschließen. Ich weiß wieder, genau beim Putt seiner Originalzeichnung waren die Stände so und das oben waren kurze Seillängen. Und der hat sie, glaube ich, auch mit 9 Seillängen drin. Schönen Überhang. Der Überhang löst sich ganz gut auf. Es wird erst ein bisschen nach links gequert und dann wieder nach rechts zurück. So geht es dann im Zickzack zum Ausstieg. Na, da darfst du nicht alles gut sein. Wir wählen den empfohlenen Fußabstieg und seilen uns erst aus, als wir das Fixseil erreicht hatten, da es hier noch ein bisschen nass und schmierig war. Dann geht es über Wiesengelände mit ein bisschen Abklettern hinüber respektive hinunter zum Gimpelnormalweg.
Aufpassen muss man hier schon. Die kritischen Stellen sind aber mit Fixseilen gesichert. Abstieg ist dann schon leichter Kraxelabstieg. Gell? Eine gute Beschreibung des Erstbegehers über die Route und den Abstieg findet sich im Web unter allgäuplaisir.de. Unten angekommen, holen wir unsere Rucksäcke und wandern hinunter zum Gipfelhaus, wo wir den gemütlichen Tourentag bei einem verdienten Tab ausklingen lassen.